spielen heute eine Telepathie-Slime-Challenge. Wir versuchen einfach wirklich alles genau gleich zu machen. Ich hab hier natürlich auch wieder die blödeste Kelle abbekommen. Mach nicht hin, weil er liegt. Ganz, ganz klar ist das hier. Hast du es jetzt? Ah! Nein! Was denn? Oh oh. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Und Nö, Freundchen. Schön weggucken, denn wir spielen heute eine Telepathie-Slime-Challenge. Cool! Und das ist doch schon mal nicht erlaubt. Cool! Ich freue mich so auf diese Telepathie-Slime-Challenge. Ich bin Claudia und ich habe heute voll Lust zu schleimen. Mal schauen, ob wir gleich denken, richtig? Ja, ganz genau. Wir haben drei Runden heute. Nur drei mit Runden? Mit drei verschiedenen Zutaten. Ja. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Runde. Und die erste Runde, da haben wir alle blau. Möchte ich noch ein bisschen Kleber erstmal haben? Freunde, ich freue mich so drauf. So. Ganz ehrlich, es wird gut. Es wird sehr gut. Ich bin so gespannt, ob das jetzt wirklich derselbe Slime sein wird. Ja. Leute, lass uns eine Challenge machen. Wir sagen natürlich am Ende nicht, was wir zwischendurch nehmen. Das ist ja klar, das ist ja das Prinzip. Wir versuchen einfach wirklich alles genau gleich zu machen. Ey, mein Handtuch klebrig. Leute, ich kann das nicht richtig sehen. Ja, hinten ist ein Handtuch. Okay. Wischst du ansonsten an dem Batik-Shirt aus dem DIY-Shop ab. Ja, stimmt. Ellie und ich haben das Batik. Ja, das wird endlich seine Verwendung finden, wenn wir jetzt hier unseren Slime abwischen können. Okay. Okay, Leute, wir kennen uns jetzt ja alle sehr, sehr gut. Wir machen jetzt die Challenge. Okay. Wir werden exakt denselben Slime am Ende haben. Let's go. Und Leute, also ich will wirklich, dass ihr das jetzt hier nicht verbaselt, ne? Mit welcher Runde fangen wir ganz vorne? Also von uns aus gesehen vorne. Glitzer. Das ist ja genau die Grund. Nein. Hä? Nein, warte mal kurz. Nein, das ist doch nicht ganz vorne. Ja, ich weiß, ich wollte dich pranken. Wow, der Prankboss. Also, erste Runde, die Grundfarbe. Also, wir haben ja Pink, Violett und Blau. Ja. Und ich habe meine Entscheidung getroffen. Also, ich muss jetzt das auswählen, was ich denke, was ihr auch nimmt, richtig? Ja, unser Ziel ist, alle dasselbe. Unser Ziel ist, denselben Slime zu bekommen. Deswegen entscheide ich mich für diese Farbe hier. Ja, ich habe jetzt auch hier offensichtlich eine Farbe. Die sagen wir mal so ein bisschen rein, aber jetzt nicht so mega viel. Leute, ne, wenn ihr da jetzt das Falsche genommen habt. Ganz ehrlich, ich rühre schon ein bisschen, wenn das überhaupt ist. Ja, natürlich. So, wir haben jetzt alle da ein bisschen was zugemixt. Wir rühren jetzt erstmal ein bisschen. Ja, ich rühre auch gleich sofort, wenn das dann auftritt. No joke, das ist richtig cool. Ja, also mein Slime, der wird auch wild werden. Meiner ist wilder als wild. Meiner ist sogar zu wild. Meiner ist im Wilden Westen entstanden. Okay, das macht mir jetzt ein bisschen. Kann ich hier irgendwie aufstehen? Nee, ist in der Mitte. Es ist besser, als wenn wir über einen Piratenfilm reden würden. Ja. Okay, also sind wir jetzt mal fertig für die nächste Runde? Ja, ich bin schon lange fertig. Okay, gut. Ich würde sagen, nächste Runde ist Glitzerglue. Ja, da haben wir so einigermaßen ähnliche Farben. Wir haben alle blau, glaube ich. Wir haben alle so Richtung rot und alle so braun-gelb. Ja. Ungefähr. Vielleicht mit leichten Variationen. Ja. Wir haben auf jeden Fall drei verschiedene. Diese Farbe kommt bei mir schon mal weg, weil ich bin mir sicher, keiner von den beiden wird nehmen. Die zwischen den beiden Farben entscheide ich mich. Also für meinen Slime wäre diese Farbe eigentlich besser. Ach, ich nehme die auch ganz ehrlich, egal, ich nehme die einfach. Also ich habe auch eine Entscheidung getroffen. Der hier, der sieht auch echt nicht so schön aus. Da komme ich hier auch weg. Der hier, den nehme ich auch nicht, sondern es ist ganz klar der hier. Ich hoffe, okay. Jetzt? Also ich würde diesen hier wegpacken. Ich finde die Farbe mega, das wird halt dazu perfekt passen. Die Farbe ist aber auch richtig cool. Ich kann mir vorstellen, dass sie die Farbe genommen haben. Aber die Farbe passt nun mal mehr zu dem Slime. Bei mir geht's. Also man muss halt bei denen immer so ein bisschen drücken. Gut, meiner ging fest. Aber jetzt geht's. Aber ganz ehrlich. Ey, wisst ihr was, Leute? Was das Schlimmste wäre, wenn zwei Leute von uns einfach exakt denselben hätten und alles richtig gemacht haben? Dann kommt einer, der einfach einen ganz anderen Slime hat. Das wäre cool. Das wäre mies. Das wäre cool. Das wäre nicht gut. Das wäre cool, cool. Komm schon. So ein bisschen was. Aber sieht nice aus. Okay. Okay. Ja, okay. Okay. Dann machen wir jetzt die letzte Runde. Letzte Runde ist nur Glitzer. Ja, ich weiß schon welche. So, wir haben ähnliche Farben wieder. Wir haben blauen Glitzer, wir haben gelben Glitzer und wir haben so pink-violetten Glitzer. Ja. Also ich weiß wieder, bei mir besser Leute, das ist ganz, ganz klar. Ganz, ganz klar ist das hier. Also wer das nicht nimmt, jetzt, also mit dem rede ich ruhig auch nicht. Der hier fällt raus. Leute, macht euch keinen Druck, aber... einfach nur peinlich, wer diesen Glitzer nicht. Ich kenne halt Renés Lieblingsfarbe. Ja, stimmt, aber. Ja, aber entscheidet er sich auch leider darf ich dazu ja nicht sagen, weil es wäre ja schon eine Beeinflussung. Ja. Ganz ehrlich, wenn René so redet, dann nehme ich den hier. Aber eigentlich hätte ich mich für den anderen entschieden, weil ich denken würde, dass Ellie den nehmen würde, aber egal. Ich bin zu verwirrt. Ich finde aber auch, bei Slime hat man optisch manchmal. Optisch der und das würde zu mir passen und die denken bestimmt, ich nehme den optisch. Safe, aber. Ja, ich bin den optisch nehmen. Den hier. Aber erstmal. Ganz ehrlich, let's go. So, also.
Wollt ihr noch das Kleberlein, ne? Nö, das wird ein kleinerer Slime diesmal. Bei mir auch. Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt alle fertig gemixt. Wir haben alle Casanatron oder Kochsalzlösung oder geben das her. Das können wir hergeben. Das können wir gut. Oh mein, das sieht richtig cool aus. Ich sag mal, wie der aussieht, weil dann würde ich, glaube ich, viel spoilern. Ja, meiner gefällt mir eigentlich auch. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen heller gehabt. Ja. Aber heller ist immer schwierig. Das hätte man mit dem Weißen. Ich hätte auch gern heller gehabt. Das teste ich vielleicht nachher mal. Da packe ich nachher, wenn wir verglichen haben, nochmal weißen Slime rein. Oder weißen Kleber. Ja. Kaisernatron. Brauchst du? Ja. Ich hab hier natürlich auch wieder die blödeste Kelle abbekommen. Mach mal nicht rein, ihr Lieben. Ein bisschen Kaisernatron, aka Natron. So, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Oh, meiner ist richtig cool. Freunde, schaut mal, komm mal her. Guck mal, wie cool der einfach aussieht. Ey, unfassbar. Ich bin richtig zufrieden. Wenn ihr die gleiche Farbe habt, meiner ist er wirklich cool. Ich sag gar nichts. Ja, also meiner gefällt mir auch gut. Und ich bin jetzt eigentlich auch schon bereit zum Zeigen. Ja. Okay. Das sieht doch wunderbar aus, oder? Wird schön. Hab ein bisschen viel Flüssigkeit drin. Ich würde jetzt gerne was dazu sagen, aber ich will nicht spoilern. Was ist denn hier? Ich brauch vielleicht doch Kaisernatron. Ja, ich brauch doch Kaisernatron. Ich glaube nicht so viel rein. Ja, das müsste reichen, danke. Nächstes Mal. So, hast du's jetzt? Ah! Nein! Was denn? Oh oh. Es geht, ja, okay. Hoppala. Hoppala, wir haben nichts gesehen. So, ich bin jetzt gespannt, wenn René auch mal fertig ist. Ja, das ist so cool. Was ist das hier? Ich hab's dir gesagt, du brauchst doch kalt Anatron am Anfang. Ja, bla bla bla. Ich hab's mir da nichts mehr gesagt. Aber schau mal, meiner ist so gut. Ich hab schon besseren gehabt, weil der reißt einfach voll, aber egal. Meiner ist perfekt, oder? Was sagst du? Guck mal, siehst du? Kamerafrau sagt, meiner ist auch perfekt. Also die Farbe finde ich schon mal grandios. Ja, meine Farbe ist auch super. So. So, René. Ja, bei mir ist irgendwie ein kleines bisschen was schief gegangen. Ich habe jetzt hier noch so ein lasses Ding, aber passt. Okay, sehr gut. Kann man vorzeigen. Wollt ihr auf drei die Sachen hier hochheben? Ja, okay. Ich nehme die Seite, du nimmst die Seite. Was? Ja. Eins, zwei, drei. Was? Oh! Ui. Ja, Ellie. Oh, was für eine coole Sache. Boah, der sieht heftig aus. Ja? Der sieht echt krass aus. Danke. Können wir ja gleich drüber reden. Aber wir gehen in dieselbe Richtung. Ja, René, du Outsider. Ja, geht, aber der ist dunkel, der ist hell. Ja, aber das heißt, exakt das. Hättet ihr jetzt exakt denselben gehabt, dann hätte ich gesagt, okay, ich hab's vermaselt. Wir gucken unsere Farben. Aber der sieht krass aus. Ja, danke. Die Farbe ist sehr schön. Ja, alle. Ja. Ja, Freunde, wir können mal sagen, welche Zutaten wir haben. Ja, geht mal durch. Da hatte ich das Blau hier genommen. Da hatte ich lila. Ja, okay, die Farbe ist natürlich auch krass. Ja, aber wir haben aber nicht deswegen. Aber wir haben gleich gedacht, ich habe ein dunkleres lila. Okay, zum Glitter Glue, was habt ihr da genommen? Ja, blau. Ich hab komplett blau. Ich hab auch blau. Ah, okay. Ich hab rosa, aber hat gar keine Auswirkung. Ja, diese Grundfarbe, die entscheidet schon relativ viel. Ja. Mhm. Okay, letztes. Ja. Ich habe blauen Glitzer genommen. Ich habe gelb genommen, weil ich dachte... Was? Ja. Gelb? Ja. Was? Voll die schöne Farbe. Ja. Aber man sieht halt nichts davon. Ja, der Glitzer, der muss wirklich zur Farbe passen, damit man überhaupt irgendwas davon sehen kann. Ja, meiner ist der Galaxy Twin Brother. Der sieht richtig nice aus. Ja, danke. Hat er jetzt einen eigenen Namen bekommen? Ja, Galaxy Twin Brother. Ich will auch ein Galaxy Twin Brother. Also das hier ist... okay, also das ist schon eine... Da muss man eine ganz Da muss man eine ganz besondere Verbindung zu seinem Slime haben, wenn man dem schon jetzt Namen gibt. Haben wir früher immer gemacht. Guck mal, der ist so, der lässt sich einfach kaputt reißen. So. Was? Meiner ist richtig fest. Guck mal, wie cool. Meiner ist aber so. Zack. Es riecht halt wieder so nach Marzipan. René ist immer noch mit seinem beschäftigt. Ja, ich glaube, da wird sie auch nichts mehr tun. Irgendwas ist da zu viel oder irgendwas ist da viel zu wenig. Ich habe keine Ahnung. Aber der Slime, das war heute nicht. Ey, aber man kann sagen, er und ich haben bei einer Zutat gleich gedacht. Ja, immerhin. Ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man bei der ersten gleich denkt. Und man muss natürlich auch sagen, wir hatten manche Zutaten leider nicht exakt identisch, sondern nur ähnlich. Also helllila und dunkellila. Und dann wird er natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Stimmt, dann schau mal. Hätte er nicht auch dasselbe gehabt, dann wäre unser gleich. Dann wäre er jetzt 1 zu 1 gleich. Weil eigentlich entscheidet schon die Grundfarbe, welche Farbe der haben wird. Und René und ich hatten denselben Glitzer. Immerhin. Also ich würde sagen, schon relativ ähnlich, war nicht komplett anders. Wir haben jetzt zumindest nicht alle jeweils eine andere Farbe genommen. Ja. Das war zumindest schon mal nicht der Fall. Anders als wir. Ja. Ich bin halt eine ganz besondere Schneeflocke. Ja, ganz genau. Ein bisschen besonderer. Schneeflocke. Ich glaub's nicht. Ja, so, wir spielen jetzt noch mal ein bisschen mit unserem Slime. Ich rühre jetzt noch ein bisschen. Leute, schreibt gerne in die Kommentare, welchen Slime ihr von unseren Slime am besten fandet.
Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis, ob ihr das genauso sieht wie wir, weil ich glaube, wir hatten schon ein Ergebnis, was da am schönsten war. Und schaut auch gerne bei unserem neuen Shorts-Kanal vorbei, wenn ihr das nicht schon getan habt. Spielwelt mir Shorts einfach eingeben, dann kommt das. Da gibt es ganz viele coole neue Shorts. Also da bitte abchecken. Und ich würde sagen, Daumen oben da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, ciao.